Der letzte Überlebende. Nach einem schlimmen Blutmassaker. Wir hätten ihn auch Wilson nennen können, aber es wäre zu sehr Werbung gewesen. Einmal ja, das wäre zu sehr Werbung. Einmal für den Film und einmal für Dingens. Nein, nur für den Film. Die haben es doch auch abgeschaut von denen. Ja. Nimm mal kleiner Survival. Komm her. Du hast das schlimme Blutmassaker überlebt. Du bist so ein tapferer Hund, dass du das alles so mit eingesehen hast und jetzt einfach so weiterlebst, als wäre nie was passiert. So ein tapferer Hund bist du. Ich glaube, mir wird schlecht. Das ist schön. Gut. Was ist so, dass hier im See eigentlich überall Eisen rumgammelt? Im See gammelt Eisen rum? Ja. Was für ein scheiß See. Hier, gleich rechts bei unserem Haus. Nein, nein, ja, also das ist schon klar, aber ich frage mich gerade, was ist das für ein See, dass da Eisen rumgammelt? Ist ja unverschämt. Survival, komm her. Ganz braver Hund bist du. Wir gehen jetzt zu Fuß. Das ist halt noch so dunkel. Wenn du nicht geportet werden willst, dann gehen wir halt zu Fuß nach Hause. Ein kleiner, schnuckeliger, kleiner, überlebender Survival. Das ist Raschussi. Huche, Raschli. Resümüdi. Wir kloppen unsere letzten Schweizer Dinger raus. Komm sind beide keine Schweizer. Huche, Raschli. Man tut ja, was man kann, ne? Fati. Was war nochmal Fati? Foto. Fati. Warte mal, Fati. War das nicht Fati? Fati. Fotti, F-O-T-T-I, Fotti. Okay. Du kleines Idiotending, komm hierher. Du beschimpft doch deinen Köter nicht. Hallo, der ist überlebend, den muss man beschimpfen, damit er doch an die alten Wunden erinnert wird, damit er ihm nicht langweilig wird. Steck ihn doch mit der Nase sein eigenes Blut, du Hund. Der blutet doch gar nicht. Aber er würde. So, das Katzenbett reißen wir ab. Später. Irgendwann. Das habe ich keinen Bock mehr. Ah, nee, ich brauche hier einen Schaufel. Wie sagst du heute eigentlich dauernd Indiana Jones? Ohrgewürmer. Nicht nur heute. Naja, okay. Und was öfter. Naja, ist ein geiler Film, ne? Kann man nicht anders sagen. Ein geiler Film? Mehrere geile. Es waren ja drei. Ja, drei. Hey, vier. Wenn es waren vier. Aber der vierte. Naja. Der vierte was? Ich glaube, man kann sich darüber streiten. Ja. Hallo! Hi. Ob du oh, dann aus der Tür rauskommst, wenn ich da reinkomme und ich denke da ist ein. Hä? Mano! Deine Mama kann da auch nichts für. Was? Deine Mama kann da auch nichts für. Meine Mama erwähnt? Ja, du hast gerade irgendwie Mama. Nee, das wollte nicht Mama heißen. Ich hab voll Warte, weißt du, was ich meine? Hat hier drei Bäume nebeneinander gesetzt. Drei was? Drei Bäume nebeneinander gesetzt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich drei Bäume nebeneinander gesetzt habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich überhaupt Bäume gesetzt habe. Also irgendwie ist das komisch hier. Wahrscheinlich warst du das. Nein. Tja, Alzheimer. Ich gehe mir jetzt eine Angst machen. Mach das. Du kannst nicht weinen. Vergiss es. Das kann nur ich. Nee, du kannst das genauso wenig wie ich. Jetzt hör auf, mich zu beleidigen. Außerdem kannst du das. Nein, ich kann das. Du kannst das nicht. Du bist eine kleine Düt. Hier, bitte beliebiges Wort einsetzen. Düt. Du bist so doof. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich hatte mal in meiner Ausbildung hatte ich eine Theatergruppe. Also nicht, ich hatte eine, sondern ich habe da mitgemacht. Und da... Scheiße. Entschuldigung, ich musste gerade was tun. Du musstest gerade stöhnen. Was hast du gerade gemacht? Einmal ganz schnell ein Holzblock
in die Hose gegriffen. Ganz schnell. Nee, du bist eine Sau. Sei doch mal still. Das bist du heute verwehrt. Okay, ich bin also still. Dann hatten wir eine Theatergruppe und da musste ich eine Frau spielen, die Nervenzusammenbruch kriegt und dann da losheult. Das habe ich geschafft. Ich habe echt angefangen zu heulen. So, wow, ich kann das ja. Das war voll ernst. Oh mein Gott. Alle haben gestaunt, wieso ich das kann. So, das war jetzt eigentlich gar nicht geplant. Vielleicht war ich ja irgendwie traurig an dem Tag. Das war sehr... Scheiße, ich habe vergessen, mich wieder in der Axt zu craften. Was in die Ecke. Jedes Mal laufe ich raus. Ja. Habe ich letztens auch gehabt, da in meiner Singleplayer-Welt, wie ich schon erwähnt hatte. Bei unserem, wo wir jetzt nicht hier im RP haben. Ich habe privat telefoniert haben, wie ich schon erwähnt habe, meine voll geile Map, die ich da gefunden habe, die voll geile Map da. Ah, die, wo du doch von Orgasmen erzählt hast. Da, wo dann unten auch der Spinnenspawner war. Da will ich dann... Der Spinnenspawner. Wollte mir da ja auch so eine XP-Falle draus bauen. Und bin ich auch immer hoch und immer die Schlucht runter, immer wieder hoch. Weil wir runter, hab da erstmal alles wieder, hab da alles ausgebaut, die ganzen Dinger den Boden rausgerissen und so. Mhm. Und dann wollte, und dann renne ich wieder hoch, weil ich hier Stufen und Eimerwasser und so brauche, ne? Aber steck mir nur Eimer ein und lauf wieder nach unten. Dann laufe ich wieder hoch, hol mir Stufen, lauf wieder nach unten. Lauf ich wieder hoch und hol mir Wasser. Und dann laufe ich wieder nach unten. Weißt du, dass das eigentlich das Gronkh-Syndrom ist? Ich vergiss nämlich auch immer alle. Mysteriös. Du musst nebenbei. Ich glaube, das sollte man sich nicht angewöhnen. Das ist echt sehr zeitaufwendig dann. Aber lustig ist es mit anzusehen, wenn man das zuguckt. So, oh, Junge, du wolltest doch eigentlich gerade was ganz anderes. Was machst du denn da jetzt? Das ist schon geil. Außerdem kann man auch Betten absetzen. Weißt du, du siehst dann so die Person wieder aus dem Haus gehen und dann geht das Betten los. Betten, er schafft es nicht, bevor er da angekommen ist, sich daran zu erinnern, was er eigentlich wirklich wollte. Und dann so, ja, ja, nein, er ist doch gemerkt. Scheiße, ah, wieder verloren. Ah, schon. Ja, das tue ich auch immer. Du mit deinen imaginären Freunden, Bettkumpanen. Das war jetzt sehr gemein von dir. Und wie bist du heute voll gemein zu mir? Heute? Ja, aber heute extrem. Ich glaube, du bist irgendwie heute ein bisschen... Aua, auf die Fresse geflogen. So. Ja, anscheinend bist du heute auf die Fresse geflogen. Wahrscheinlich noch von gestern, dass du dir deinen Kopf angestoßen hast. Das ist jetzt irgendwas in deinem Gehirn, so bum bum bum, dass du mich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit beleidigen musst. Wie? Mobben musst, diskriminieren musst. Ich kristimidiere dich doch gar nicht. Scheiße, ich kann nicht mehr reden. Ich gehe nach Hause und schlafe. Das ist voll gemein heute. Irgendwie bist du heute die ganze Zeit schon so. Nein, du bist gemein zu mir. Das ist nur die Rache davon. Nee, nicht nur beim Let's Play, sondern schon dass wir privat telefoniert haben. Voll gemein zu mir. Willst du jetzt ein bisschen weinen oder geht's schon wieder besser? Ich möchte nicht weinen, aber du bist voll gemein zu mir heute. Muss ich einfach mal erwähnt haben. Ja. So, jetzt ist es raus. So. Oh, auf sich, dass du das hier so vor den ganzen Menschen mich an... Oh, ich hab die Tür aufgelassen. Ja, ich bin auch stolz drauf, dass ich vor den ganzen Menschen dich angekriegt habe. Das war, müsst ihr wissen, also die Kusima ist voll gemein heute zu mir. Das geht echt gar nicht mit ihr. Bah. Ich glaube, das liegt daran, weil ich dich vorhin gemobbt habe, als wir mit du weißt schon wem telefoniert haben. Das geht echt gar nicht mit dir heute. Und wie bist du heute echt schlimm? Aber Bennett? Nee, nichts aber Bennett. Soll ich dir mal erzählen, was du vorhin gesagt hast? Ich glaube, dann sind es... Ja, nee, lass uns mal lieber. Siehst du? Ich glaube, da habe ich an allen recht, mal ein bisschen frech zu dir zu sein. Nein, hast du nicht. Oh, das habe ich. Oh, ich kann nicht. Oh, oh, aua. Jetzt. Ich musste ja irgendwie kontern, als ihr mich da... Als ihr gegen mich einen Mauerwall aufgebaut habt, um mich da zu diskriminieren, dann musste ich ja mit irgendetwas kontern. Das nennt man aber dann in deinem Fall mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das nennt man in meinem Fall... Ja! Ich würde es ja gerne Aua wiederholen, aber das war ich nicht. Dem ist echt die Killade runtergeklappt. Ich dachte nur so, irgendwas macht da gerade falsch. Ich finde keine Bäume mehr. Ich
Ich muss hier kontra. Wenn ihr da, ihr beide da gegen mich sofort bam, so macht, so bam, muss ich auch was sagen. Mach mal einen auf dickes Fell. Du richtig so bam, hab die da gemacht, du. Richtig bam. Ich glaube, du ahlst dich gerade in deinem Leid, kann das sein? Ich ahle mich in meinem Leid. Ich bin auch kein Aal. Ich bin ein Mensch. Ein Bett bin ich. Ja, das hat damit nichts zu tun. Wenn man sich in seinem Leid ahlt, dann genießt man, dass man gerade so richtig schön ja, leiden kann. Toll. Ich bin kein Masochist. Doch, das ist in der Hinsicht schon. Bin ich nicht. Jawohl. Das bist du. Sonst würdest du es ja mit einem Lachen abtun. Das bist du. So wie ich. Daran erkennt man nämlich das Gegenteil von einem Masochist. Du bist ein Masochist. Du bist Rammstein-Hörer, du bist Masochist. Jetzt geht er wieder auf die Rammsteins los. Ach Leute, was ist denn los heute mit dem Bennett? Oh, herrlich. Bennett mag kein Rammstein. Das ist Schwachsinn. Ich habe nur was gegen dich. Ach so. Warum sagst du dann was gegen Rammstein? Rammstein, weil du die ganze Zeit Rammstein hörst und da ich irgendwas suchen muss, um dich damit dann zu machen. Also, dann habe ich jetzt einfach mal den Rammstein genommen, um dich zu ärgern. Den Rammstein? Ja, den Rammstein. Mehr als einer, das ist schon... Ich weiß, aber es ist mir schaus... Schnauzs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 chn
Du kackst jetzt nicht ernsthaft in die Ecke. Oh mein Gott! Bitte lass die Ecke Ecke sein und kack sie nicht an. Hörst du das gerade auf, oder was? Was? Das klang aber so. Was? Das ist doch gut. Mal. Ja, das merke ich. Ich glaube, das kommt ganz gut. Scheiße. Ich dachte gerade, ich schreibe mir das auf. Du dachtest, ich schreibe mir das auf, wie du sagst, dass du in die Ecke kackst. Ja. Warum sollte ich aufschreiben, wie du in die Ecke kackst? Du gerade am Tippen warst. Ich dachte, du schreibst mir das jetzt auf. Ich war gar nicht am Tippen, ich war am Klicken. Ich soll mich mal beruhigen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Tippen und klicken. Hä? Was? Tippen? Ja, du bist auch so eine Titte, ey. Ich bin doch keine Titte, du Idiot. Du bist halt ein Ich lasse dich auch nicht pimmeln. Sei ruhig. Doch, sagst du. Nein, ich habe noch nicht zu dir Pimmel gesagt. Aber zu gewissen anderen Sachen. Das ist ja nicht du. Das bist ja nicht du. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh, jetzt bin ich so müde. Oh, so viel Lachen ist anstrengend. Hm. Oh mein Gott. Oh, hallo. Hi.